ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute freue ich mich ganz besonders, euch dieses Video ganz spontan präsentieren zu können, denn ich habe gestern am Sonntag durch Zufall beim Recherchieren das neue Catrice-Sortiment entdeckt. Auf der Catrice-Homepage habe ich es entdeckt. Es ist allerdings noch nicht verfügbar. Also ihr könnt euch zwar die Produkte angucken, die es neu geben wird, aber ihr könnt sie noch nicht bestellen und auch nicht vorbestellen oder sowas. Ich weiß nicht, wann es sie zu bestellen geben wird. Ich denke aber nicht, dass es jetzt noch lange dauern kann. Aber ich schätze mal, es dauert noch ein bisschen, bis die Produkte in die Drogeriemärkte kommen, weil meistens gibt es ja vor diesem Sortimentswechsel in der Drogerie auch einen Ausverkauf der alten Produkte. Und ich habe alle Produkte zusammengetragen, sowohl die ganzen neuen Produkte, es sind über 50 Stück, als auch die Produkte, die jetzt das Sortiment verlassen dafür und Platz machen. Und alles möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe hier extra Platz gelassen, da kann ich euch die ganzen Bilder einblenden. Hier unten seht ihr dann die Preise der neuen Produkte. Und ja, ich würde sagen, ich lege los. Ich stelle das wieder so gegenüber. Ich sage ein Produkt, was ausgelistet wird und dann, was dafür neu ins Sortiment kommt. Meine Videofrage am Anfang ist natürlich, schreibt mir am Ende des Videos oder auch zwischendurch, ist egal, gerne in die Kommentare, welche Produkte, die ich euch jetzt zeige, besonders interessieren, welche ihr auf jeden Fall näher ins Auge fasst und bei welchen Produkten ihr vielleicht traurig seid, dass sie ausgelistet werden. Das würde mich sehr interessieren. Haut fleißig in die Tasten. Ich überlege gerade, womit ich anfange. Ich glaube, ich fange mit den Tarte-Produkten an und den Prime an. Oder fange ich mit Gesichtspflege an? Ich fange mit Gesichtspflege an. Machen wir das mal ganz von Anfang an. Also, es wird ein einziges Gesichtspflegeprodukt nur ausgelistet, soweit ich das gesehen habe. Und zwar das Balance Hydro Spray. Das ist einfach ein Gesichtsspray, was Feuchtigkeit spenden soll und ja, die Haut so ein bisschen beruhigen soll. Also das wird es nicht mehr geben. Es wird auch nicht direkt durch ein anderes Spray ersetzt. Aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Gesichtspflegeprodukte. Und zwar als erstes das Hydro Supercharged Serum. Das ist ein ja, sehr feuchtigkeitsspendendes Serum, was unter anderem 1% Hyaluron und 5% Niacinamide enthält. Dann haben wir das Energy Superfruit and Protection Serum. Das enthält unter anderem so Superfruits, Superfoods wie Acai, Goji-Beere, außerdem Vitamin E und auch einen Blaulichtabsorbierer. Also blaues Licht kommt ja durch Bildschirme euch entgegen und da gibt es ja auch diese Blaulichtfilter, Brillen beispielsweise und ja, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile bewiesen ist, dass es auch auf die Haut eine negative Auswirkung hat, aber es könnte eine negative Auswirkung haben und deswegen ist hier in diesem Produkt ein Schutzschild dafür sozusagen drin. Außerdem gibt es so eine Ampullenkur, das gibt es tatsächlich zum allerersten Mal von einer dekorativen Marke, glaube ich. Das sind die sogenannten Glow with C Power Shots. Das sind insgesamt 5 Ampullen, also das ist für so eine 5-Tage Ampullenkur. Und diese Ampullen sind so ganz kleine Glasfläschchen, wo ihr den oberen Teil abbrechen könnt und dann dieses ja, auch Serum oder diese Flüssigkeit, die da drin ist, eben auf eure Haut geben könnt, aufs Gesicht geben könnt. Und diese Ampullen haben nochmal so einen richtig, richtig krassen Kick an Wirkstoffen und Power. Außerdem, das werde ich mir vielleicht holen, gibt es ein Pore SOS Spot Treatment, also ein Produkt für oder gegen Pickel. Außerdem das Clean ID Shine Bright Carrot Face Oil. Bei den Clean ID Produkten ist es so, dass ein Großteil der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind. Und hier ist es eben dieses ja, Karottenöl sozusagen. Das ist einfach so ein leicht gelblich-orangenes Öl, was einfach dafür sorgen soll, dass euer Teint frisch und strahlend aussieht. Ich glaube, das gab es schon mal. Ich meine, gab es das auch von Catrice? Also mir ist das auf jeden Fall
ein Begriff, vielleicht war das mal Teil einer LE oder sowas. Auf jeden Fall kommt es jetzt fest ins Standardsortiment. Dann habe ich noch zwei Produkte für die Augenpflege speziell gefunden. Einmal das Youth Boost Eye Serum. Ja, eben ein flüssiges Serum, was ihr unter eure Augen geben könnt und bestimmt auch auf eure Augenlider. Und es gibt den Night Recovery Eye Balm. Das ist eben nochmal ein etwas dickeres, reichhaltiges Produkt, was eben über Nacht einwirken kann. Da kann ich mir auch durchaus vorstellen, die beiden Produkte irgendwann mal auszuprobieren, wenn ich mal wieder eine neue Augencreme brauche. Ist aber aktuell nicht der Fall. Ich habe da noch. Genau, das letzte reine Pflegeprodukt ist ein Cleanser, und zwar der Sensitive Gel-to-Oil Cleanser. Gel-to-Oil bedeutet, es ist von der Textur her anfangs gelartig, also so ein bisschen fester, und auf der Haut wird es dann zu einem Öl, also auch sehr pflegend gleichzeitig, und ja, mit diesem Öl sollt ihr eben eure Haut richtig gut reinigen können. Ich persönlich habe so ein Gesichtsreinigungsöl noch nie ausprobiert, außer halt beim ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner. Aber ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Fans, zum Beispiel von diesem Balea Oil Cleanser. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber wird euch vielleicht auch ein Begriff sein. Genau, das die ganzen reinen Pflegeprodukte. Dann mache ich jetzt weiter mit Primern. Da gibt es nämlich auch einige Neuheiten tatsächlich, aber ich muss sagen, ich glaube, auch einige Primer kommen mir hieraus schon bekannt vor. Kann sein, dass auch die mal Teil einer Limited Edition waren oder einfach überarbeitet wurden und es sie die ganze Zeit gab. Auf jeden Fall fangen wir an mit dem Clean ID Vitamin C Fresh Glow Primer, also Vitamin C und Vitamin E. Das sieht man gerade so auch im letzten Jahr ganz, ganz häufig in so Pflegeprodukten oder generell in Produkten, die eben aufs Gesicht kommen und gleichzeitig eben pflegen sollen und erfrischen sollen und dann für einen besseren, schöneren Glow sorgen sollen. Aus der Clean ID Serie gibt es auch noch einen zweiten Primer, allerdings in Form eines Sprays. Das ist das Matte Prime and Fix Spray. Also ihr könnt dieses Spray sowohl unter als auch über eurem Make-up zum Fixieren tragen. Das enthält unter anderem Aloe Vera und soll eben dafür sorgen, dass das Gesicht mattiert wird und nicht so glänzt. Und dann gibt es drei Primer, die ganz ähnlich aussehen. Einmal den The Mattifier Oil Control Primer. Das ist eben wieder kein Spray, sondern eine cremeartige Textur. Der soll eben dafür sorgen, unter eurem Make-up, dass euer Gesicht nicht zu ölig aussieht. Also wenn ihr Probleme habt mit öliger, schnell fettender Haut, ist das vielleicht das Richtige für euch. Es gibt außerdem noch den The Perfecta Poreless Blur Primer. Falls ihr Probleme habt mit etwas größeren Poren, einer sehr strukturierten Haut, also wo eben diese Hautstruktur immer sehr im Vordergrund steht, dann könnte der Primer etwas für euch sein, der das eben so ein bisschen aufpolstert und ebenmäßiger aussehen lässt. Und es gibt noch den The Hydrator Plump and Fresh Primer, der ist eben für eher trockene Haut geeignet, wenn ihr besonderen Feuchtigkeitskick braucht und wollt. Ich habe noch ein zweites Fixing Spray gefunden, und zwar das Ultra Last 2, hoch 2, wie sagt man das auf Englisch? Hoch 2, keine Ahnung. Könnte ich mal nachschauen. Auf jeden Fall, ja, dieses Fixing Spray, wie der Name sagt, soll ultra lang anhaltend sein, soll wasserfest und auch wischfest sein. Beim Thema Make-up Foundation wird es das All Matte Plus Make-up nicht mehr geben. Das wird jetzt komplett ausgelistet. Also ich glaube, es gab 4 Farben von diesem Make-up. Das wird es jetzt gar nicht mehr geben. Es kommt allerdings ein neues, ja, Foundation-Produkt rein, wobei es ist eher so ein Skin-Tint, und zwar aus der Clean ID-Serie das 24-Hour Hyper Hydro Skin-Tint, ebenfalls in 4 verschiedenen Nuancen. Das erinnert mich sehr an dieses Urban Decay-Produkt tatsächlich. Also da habe ich sofort dran gedacht. Von Urban Decay kam im letzten Jahr auch so ein Skin-Tint raus, also ein, ja, man würde sagen, getönte Tagescreme. Übersetzt sozusagen, also die gute alte getönte Tagescreme, die man irgendwie schon vor 20 Jahren benutzt hat, so ungefähr.
Also das ist einfach ein getöntes Pflegeprodukt, ein getöntes feuchtigkeitsspendendes Creme-Produkt. Finde ich allerdings ganz interessant, also da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, das auszuprobieren. Es kommt auf jeden Fall auf meinen Einkaufszettel. Concealer wird es keine neuen geben. Es wird allerdings zwei Auslistungen geben. Und zwar einmal der One Drop Coverage Concealer wird komplett gehen. Ich habe den persönlich nie gemocht. Also ich fand das ein ganz schreckliches Produkt. Aber ich weiß, dass viele von euch den gemocht haben. Also tut mir leid für euch, aber den wird es nicht mehr geben. Und auch die Camouflage Cream wird komplett aussortiert. Die gab es schon Ewigkeiten, also diese feste Creme zum Abdecken von zum Beispiel Pickeln oder sehr starken Rötungen, ja, die wird es nicht mehr geben. Ein neues Puder kommt dazu, beziehungsweise eine neue Farbe von einer bestehenden Reihe, nämlich dem All Matte Plus Shine Control Powder. Das kam, glaube ich, im Herbst neu ins Catrice Sortiment und das bekommt jetzt eine Farbe mit dazu, und zwar die 002. Das ist ein gelbliches Banana Powder. Bronzer gibt es keine neuen, da gibt es auch nur Auslistungen. Und zwar wird der Clean ID Mineral Bronzer ausgelistet. Von dem gab es eh nur noch eine Farbe. Ich fand den eigentlich gar nicht schlecht. Also ich habe den selber auch zu Hause. Vielleicht nochmal für einen Sale interessant für euch. Aber ich glaube, es gibt aus dieser Clean ID Serie auch einen neuen Bronzer. Der ist so ein bisschen größer, den habe ich auch. Also ich dachte erst, das wäre ein Limited Edition Produkt, aber ich meine, den gibt es noch. Und ausgelistet wird der Triangle Artist Contour Stick, also so ein Creme Bronzer Contouring Stift in so einer Dreieckform. Auch beim Thema Blushes wird es nichts Neues geben, sondern nur eine Auslistung, und zwar von den Blush Boxes wird es die 020. Ich glaube, das ist die Farbe Glistening Pink. Auf jeden Fall die Farbe, die ich habe, wird es nicht mehr geben. Das ist so ein ja, heller, zarter Pinkton mit so ein bisschen Schimmer drin. Und beim Thema Highlighter werden alle High Glow Mineral Highlighter ausgelistet. Überrascht mich ein bisschen tatsächlich, weil die schon eigentlich ganz gut sind. Aber ja, okay, Catrice hat auch mit dieser... wie heißen die, diese neueren Highlighter, More Than Glow Highlighter, wirklich den Vogel abgeschossen an tollen Highlightern, deswegen, solange die bleiben, ist alles gut. Und es wird auch tatsächlich einen neuen Highlighter geben, in einer Farbe, den Glow Lover Oil Infused Highlighter. Es kam ja im letzten Sortiments-Update der Oil Infused Blush raus, der nicht nur einer meiner Favoriten ist, sondern viele lieben den. Also ich habe den in vielen Favoritenvideos gesehen. Und ja, daran angelehnt ist jetzt dieser Highlighter, also von der Textur her ähnlich. Wie gesagt, erstmal nur in einer Farbe, wobei ich hoffe, dass die Rosé-Pigmente ein bisschen diesen hellen, weißlichen Pigmenten überwiegen, damit es nicht ganz kühl ist vom Farbton. Also ich würde mir eher so einen schönen Rosé Highlighter wünschen als so einen ganz hellen. Aber mal schauen. Genau, das zu allen Teint-Produkten. Dann mache ich weiter mit dem Augen-Make-up. Muss ich kurz suchen. Da. Erstmal zum Thema Lidschatten. Da werden von diesen Mono-Lidschatten Art Couleur vier Farben das Sortiment verlassen. Einmal dieses matte, ja, Braun-Taupe. Dann ein schimmernder, ja, so Champagner-Goldton. Außerdem die Farbe 250, irgendwas mit Forest nennt die sich, so ein Grünton. Und die 260, das ist so ein schimmerndes, hübsches Rosé. Die Farben wird es nicht mehr geben. Es kommen aber zwei neue Farben mit in dieses Sortiment dazu. Die Farbe 380 Pink Peony und die 390 Lime Pie. Außerdem aussortiert werden folgende Liquid Shadows, nämlich die Farben 20, 60, 80, 90 und 100. Ich meine aber, das sind nicht alle Farben. Ich glaube, von dieser Reihe wird es trotzdem noch ein paar geben, aber es wird keine neuen geben. Und aus der Clean ID Serie wird die Mineral Eyeshadow Palette in der 010 aussortiert. Es gibt sie aber weiterhin in der 020.
Kommen wir zu einer neuen Lidschattenpalette. Da steht schon wieder Nina, kauf mich drauf. Und zwar ist es aus der Pro Slim Serie eine neue Lidschattenpalette in der Farbbezeichnung Hint of Mint. Ja, ich will sie auf jeden Fall haben. Ich finde diese Pro Slim Eyeshadow Palettes sehr, sehr gut, bis auf die aus dem letzten Frühling, Lavender und Peach, die sind nicht so gut gelungen. Aber alle anderen dieser Reihe sind ganz, ganz toll und die möchte ich auf jeden Fall auch in meiner Sammlung haben. Ja, finde ich ganz ansprechend. Dann kommen wir zum Thema Mascara. Da wird es keine Auslistungen geben, aber es wird 3 neue Mascaras geben. Und zwar einmal die Max It Volume and Length Mascara. Sieht, finde ich, ganz cool aus. Und die Pure Volume Mascara, einmal in der normalen Variante und einmal in der wasserfesten Variante. Komplett ausgelistet werden die 18 Hour Color and Contour Eye Pencils. Ja, ich glaube, davon gab es aber auch nicht mehr viele. Die es noch gab, wird es dann demnächst nicht mehr geben. Dafür gibt es keinen Ersatz. Was neu reinkommen wird, das ist auch Teil der nächsten Catrice Limited Edition, aber kommt wohl auch fest ins Standardsortiment, und zwar der Lash Glue and Eyeliner. Das ist also ein schwarzer Eyeliner, der gleichzeitig Wimpernkleber ist. Also als puren Eyeliner, glaube ich, kann man ihn dann nicht verwenden, aber wenn man eben Eyeliner zieht und danach falsche Wimpern benutzen möchte, kann man sich quasi den Extrakleber sparen. Es ist so ein 2-in-1 Produkt, was ich mir tatsächlich ganz praktisch vorstellen könnte. Also ja, vielleicht komme ich irgendwann nochmal wieder auf die Idee, mir falsche Wimpern aufkleben zu wollen, dann könnte ich mir vorstellen, das mal auszuprobieren, aber vielleicht auch nicht. Eine Auslistung habe ich noch zum Thema Wimpern, und zwar das Lash and Brow Boost Elixier. Das wird es nicht mehr geben. Dann bin ich beim Thema Augenbrauen. Da gibt es einige Neuheiten, aber auch 2 Auslistungen. Und zwar einmal diese Brow Pens Pro. Die werden komplett ausgelistet. Das sind die mit diesem kleinen Schuhbürstchen sozusagen unten dran. Und auch die Brow Comb Micro Pens werden aussortiert. Das sind die mit dieser zackigen Spitze. Es gibt aber, wie gesagt, eine Vielzahl an neuen Augenbrauenprodukten. Einmal die On Point Brow Liner in 4 verschiedenen Nuancen. Das sind ganz, ganz feine, ja sozusagen Filz-Augenbrauenstifte. Außerdem wird es 2 neue Augenbrauen-Puder-Sets geben, also jeweils so ein Duo-Set. Soll auch wasserfest sein, dieses Puder, ja, in 2 verschiedenen Varianten. Außerdem gibt es neue Farben bei den Slimatic Ultra Precise Brow Pencils. Die sind ja wirklich sehr, sehr beliebt, weil die auch wirklich sehr, sehr fein malen. Da gibt es einmal neu die Farbe 35 Ash Brown und die 60, so ein ganz dunkelbraun Espresso. Außerdem, da denke ich als erstes an Got2Be, dieses ganz beliebte Produkt aus dem Got2Be Make-up-Sortiment. Hier bei Catrice nennt sich das Ganze Super Glue Brow Styling Gel, also ein transparentes Augenbrauen-Gel, was halt sehr stark die Augenbrauen fixieren soll. Und es gibt auch noch von dieser Brow Fix Soap, also dieser Augenbrauenseife, die gibt es in transparent. Es gibt davon jetzt aber auch 2 Brauntöne, einmal etwas wärmer, einmal etwas kühler. Also da könnt ihr diese Soap Brows direkt mit Farbe versehen. Ja, habe ich so noch nie woanders gesehen, aber vielleicht funktioniert das ja. Das war's zum Thema Augen-Make-up und Augenbrauen. Dann komme ich zum Thema Lippen-Make-up. Da gibt es nämlich auch viele Auslistungen und tatsächlich entgegengesetzt wenige Neuheiten. Ich fange mal an mit den Auslistungen. Also, ich glaube, die gab es auch schon gar nicht mehr in der Theke, die Prisma Chrome Lipsticks. Aber online gab es sie noch, aber auch da wird es sie dann in Kürze nicht mehr geben. Genauso wie die Demi Matte Lipsticks, die werden komplett ausgelistet. Dafür gibt es, also für beides, gibt es keinen direkten Ersatz. Außerdem alle Clean ID Ultra High Shine Lipsticks werden das Sortiment verlassen. Genauso wie die Velvet Matte Lip Creams.
Der Tinted Glow Balm wird aussortiert, genau wie der Lip Glow Glamorizer. Es waren zwei recht ähnliche Produkte, die mit dem pH-Wert der Lippen reagieren und sie somit einfärben. Zwei der Matt Lover Lipstick Pens werden ausgelistet, und zwar die 30 und die 40. Das sind beides so Rosé-Töne. Der Power Plumping Gel Lipstick in einer Farbe wird aussortiert. Die Reihe wird es weiterhin geben mit vielen Farben. Die 130 hier wird aussortiert. Und die letzte Farbe vom Sheer Beautifying Lip Balm wird auch rausgenommen. Ja, die ist als einzige auch nur noch übrig geblieben aus der Reihe. Also das die ganzen so klassischen Lippenstifte. Eine neue Lippenstiftreihe wird es geben. Die ist allerdings auch wirklich richtig hübsch, finde ich. Das ist die Flower and Herb Edition Power Plumping Gel Lipstick Reihe. Davon wird es vier verschiedene Farben geben. Und die haben, genau wie diese Plumping Gel Lipsticks, quasi im Lippenstift eingeprägt. In dem Fall so, ja, was soll das sein? Blumenranken oder so Kräuterzweige? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht könnt ihr es erkennen. Und die sind auch angereichert mit Blüten- und Kräuterextrakten. Beim Thema Lipglosse wird gar nichts ausgelistet. Es gibt aber eine neue Reihe, und zwar die Better Than Fake Lips Volume Glosse. Ich glaube, eine Farbe von diesen Better Than Fake Lips gibt es bereits, oder ist es bei Essence? Irgendwie sagt mir der Name auch was. Auf jeden Fall wird es hier als neue Reihe angezeigt. Es gibt einen transparenten Farbton, drei nudige Töne und einen so pink-schimmrigen Ton. Dann wird es eine neue Farbe geben bei den Volumizing Lip Boostern, und zwar die Farbe 190. Ganz neu auch wird es geben aus der Clean ID Serie die Hydra Lip Plumper in drei Farbtönen, die sich alle recht ähnlich sind. Also es sind alles so ein bisschen bräunlich-nudige Töne. Dann haben wir noch einen Farbzusatz bei diesen Volumizing Extreme Lip Boostern, die ja alle einen unterschiedlichen besonderen Inhaltsstoff drin haben, wie zum Beispiel Chiliöl oder Ingwer-Extrakt. Und hier ist es die Farbe oder die Variante 040, und die soll auf den Lippen so sauer wirken. Also diese ganzen Lip Booster haben eben so Minzöl unter anderem drin, was eben die Durchblutung der Lippen anregt, was auch auf den Lippen so ein bisschen brennt und kribbelt und dadurch eben die Lippen voluminöser aussehen lässt. Und ja, hier soll es eben so eine saure Variante sein. Finde ich irgendwie ganz interessant. Und dann sind wir bei den Lip Linern angekommen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob es die überhaupt noch in der Theke gab, aber online gab es sie noch. Die wird es aber nicht mehr geben, die Aqua Ink Lip Liner, die tatsächlich viele gemocht haben müssen, weil es sie so lange gab. Ich habe zwei probiert und fand sie ganz schrecklich, aber okay, jeder hat einen anderen Geschmack, eine andere Meinung. Es wird aber keine neue Lip Liner Reihe geben. Es wird lediglich ein neuer Plumping Lip Liner in der Reihe ergänzt, und zwar die Farbe 140. Das ist so ein kräftiger Rotton. Und dann bei den Lip Balms, ganz klassisch, wird ausgelistet eine Farbe bei den Powerful 5 Liquid Lip Balms, nämlich die Farbe 080, aber alle anderen Farben wird es weiterhin geben. Und der Lip Sugar Scrub and Balm wird ausgelistet. Der hatte noch so kleine Peelingkörnchen drin. Und eine neue Reihe Lip Balms wird es geben, die auch sehr interessant aussieht auf jeden Fall. Und zwar die Drunken Diamonds Plumping Lip Balms. Die gibt es in drei verschiedenen Farbtönen. Die seht ihr hier alle einmal nebeneinander. Und die haben auch so eine ganz... Die haben auch so ein ganz interessantes Design, also der Lippenstift an sich ist auch so geprägt. Und die, wie der Name sagt, enthalten eben auch so Glitterpartikel. Ja, wem es gefällt. Das zum Thema Lippen-Make-up. Dann komme ich jetzt noch zu den Nägeln. Nagellacken und Pflegeprodukten für die Nägel, und dann sind wir auch durch mit dem Video. Also, da haben wir natürlich erstmal ganz klassisch diese Ico Nails Gel Lacquer Reihe, also diese Standard Nagellacke von Catrice, von denen es ganz viele Farben gibt. Es wird zwei Farben nicht mehr geben, und zwar die Farbe
83, das ist so ein Orangeton, und auch die Farbe 23, das ist so ein heller Cremeton. Es wird 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Töne geben. Ein paar blende ich euch hier ein. Das ist einmal die 117, so ein hellblau. Wir haben die 118, ein Beereton. Die 119, das ist so ein leicht schimmernder Eisblauton. Die 120 ist ein Rosé, 121 ist ein Mint, die 122 ist ein knalliges Pink und die 123 ist so ein knalliges Gelb-Orange. Bei den More Than Nude Nail Polishes wird es eine neue Farbe geben, und zwar die Farbe 16. Es werden aber auch aus der Reihe 2 ausgelistet, und zwar die 04 und die 08. Eine Reihe, die komplett ausgelistet wird, ist die Gold Effect Nail Polish Reihe. Alle Farben wird es daraus nicht mehr geben. Das war so eine ganz schimmrige Nagellackreihe. Es gibt aber auch eine komplett neue Nagellackreihe. Die gab es schon mal in einer Limited Edition, in der Neo Nude Limited Edition. Und die gibt es jetzt auch fest im Standardsortiment. Später dann für den Sommer, der noch gefühlt ewig weg ist, aber irgendwann wird er da sein. Das sind die Neon Blast Nail Polishes. Gibt es in 4 verschiedenen Farben. Eben Neonfarben, Gelb, Orange, Rot und Pink. Ein letzter etwas farbiger Nagellack wird noch ausgelistet, und dann komme ich zu den Pflegelacken. Der letzte, der aussortiert wird, ist der Iron Strength Hardening Nail Polish. Ich glaube, den gab es mal in mehreren Farben, mittlerweile nur noch in einer, und auch die letzte wird jetzt aussortiert. So, Pflegelacke. Was neu reinkommt, ist einmal der Nail Repair Nail Building Base Coat. Bei diesen Pflegelacken ist es gefühlt immer so, dass sie jedes Jahr immer zur Sortimentsumstellung überarbeitet neu rauskommen, sie es gefühlt aber schon immer gab in ähnlicher Form. Einmal der, dann haben wir den Maxi Stay Gel Top Coat und den Long Lasting Matte Top Coat. Für den wird ein anderer matter Top Coat aus dem Sortiment rausgenommen, und zwar der Neopren Matte Top Coat. Achso, und für diesen Base Coat von eben wird auch ein anderer Base Coat gehen, und zwar der 99% Natural Base Coat. Wundert mich ein bisschen, weil Catrice ja eigentlich auf diese natürlichen Inhaltsstoffe setzt, aber vielleicht hat der genau deswegen nicht so gut funktioniert. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nie getestet. Weiterhin als Neuheit haben wir einmal das Magic Repair Nagelöl oder Nail Oil. Außerdem den Nail Repair Cuticle Remover. Das ist ein Nagelhautentferner. Also wenn ihr wenn die Nagelhaut so ein bisschen über eure Nägel gewachsen ist oder so ein bisschen verhärtet ist, dann funktioniert so ein Produkt immer sehr, sehr gut, und dann kann man das eben mit diesem Nagelhautstäbchen zurückschieben und mit diesem gefährlichen, da muss man vorsichtig sein, mit diesem gefährlichen Messer so abnehmen. Gibt es jetzt von Catrice, glaube ich, direkt nicht dieses Tool, aber ich meine, das müsste es so von Ebelin zum Beispiel geben. Die letzte Auslistung für heute ist der Iron Strength Nail Hardener. Ich dachte erst, ich habe den eben schon mal gezeigt, aber nein, es sind 2 verschiedene Produkte gewesen, also der wird gehen. Aber so eine Strengthening Nail Polish Reihe gibt es trotzdem nach wie vor im Sortiment, und zwar die Stronger Nails Strengthening Nail Polishes. Wobei ich gerade sehe, ich glaube, die haben auch so ein bisschen Farbe mit drin. Da gibt es nämlich 2 neue Farben dazu, die Nummer 11 und 12. Punkt. Damit hätte ich euch alle 9 Produkte und Auslistungen vorgestellt. Wie gesagt, schreibt mir super gerne in die Kommentare jetzt so abschließend, was sind Produkte, die euch richtig interessieren, worauf ihr euch auf jeden Fall freut, und bei welchen Produkten seid ihr vielleicht traurig, dass es sie nicht mehr geben wird, weil sie für euch super gut funktionieren. Es würde mich sehr interessieren, und dann würde es mich natürlich auch super freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch dalassen würdet, und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In dieser Woche folgen auf jeden Fall noch ein paar reguläre Videos. Das hier war auf jeden Fall einmal dazwischen geschoben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaltet. Bis dahin, habt einen schönen Tag, macht's gut. Ciao, ciao.